Markus Lanz hat Tino Chrupalla versucht zu zerlegen und auseinanderzunehmen. Tino Chrupalla war somit der Hauptredner der gestrigen Sendung vom 4. September 2024 und Tino hat sich mehr als nur wacker geschlagen. Das hat er wirklich souverän gemacht. Es waren mal wieder 4 gegen 1, das kennen wir. Und heute habe ich nur einen Teil der Ausschnitte für euch mitgebracht, denn Tino war wirklich Hauptredner in dieser Sendung. Liegt vielleicht auch daran, weil sie ihn nicht ausreden lassen wollten oder weil sie noch so viele Fragen haben, jetzt wo es auf einmal doch näher an Regierungsverantwortung ist, als man das vor der Sommerpause sich noch für möglich erdacht hat. Wir können einfach direkt loslegen, aber erstmal noch herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Herr Chrupalla, wir hätten mal Fragen. Angenommen, Sie würden jetzt regieren in Thüringen. Björn Höcke würde jetzt Ministerpräsident werden. Fällt gerade an, war der am Montag gar nicht in Berlin? Am Montag war er nicht in Berlin, aber Herr Möller in Berlin. Warum nicht? Der hat vielleicht in der Staatskanzlei schon die Tapeten und die Teppiche ausgesucht. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Entschuldigung, kann ich mir nicht vorstellen. Seht ihr, hier will Markus Lanz direkt darauf rumreiten, warum Herr Höcke nach seinem Wahlsieg nicht nach Berlin gefahren ist, wie es alle anderen gemacht haben. Es ist einfach eine völlig sinnlose Frage gewesen, aber Tino kommt am Ende der Sendung nochmal darauf und legt Herrn Lanz nahe, er soll doch unbedingt mal Björn Höcke einladen, wenn er so viele Fragen an ihn hat. Aber es ist doch trotzdem eine Frage an den Fraktionsvorsitzenden, wenn es so viele Stimmen auch in der Partei gegen Herrn Höcke gibt, lässt er das einfach so laufen oder also was ergibt sich eigentlich daraus? Welche Stimmen meinen Sie denn, Frau Beipel? Naja, das ist ja nun wirklich gut berichtet. Naja, weil Sie von vielen Stimmen in welcher Fraktion, also nochmal, Herr Höcke ist kein Mitglied der Bundestagsfraktion und im Landtag hat er eine gute Arbeit geleistet, ansonsten wäre er ja nicht gewählt worden. Entschuldigung, sollen wir uns jetzt noch entschuldigen, weil wir Wahlsiege einfahren? Und Herr Höcke hat auch einen guten Wahlkampf. Ich bin nur journalistisch interessiert, warum er am Montag nicht bei Ihnen in Berlin war, um diesen Triumph ein bisschen gemeinsam mit Ihnen auszukosten. Das ist alles. Ich denke, wir haben dort rein menschlich-psychologische Frage. Herr Lanz, wir haben dort auch, denke ich, eine sehr sachliche und professionelle Pressekonferenz gemacht und haben uns nicht triumphierend dort umarmt. Ich will damit sagen, und das will ich auch deutlich machen, auch so ein Wahlerfolg zeigt natürlich auch für uns, dass wir eine Verantwortung haben mit diesen Wählerstimmen. Und diese Verantwortung geben wir auch nicht so leichtfertig um oder sagen jetzt, das interessiert uns alles nicht, wir machen jetzt genauso weiter oder machen auf anderen Ebenen so weiter. Mhm. Nein, es hat natürlich schon eine Verantwortung. Hier ist der Wählerwille und es wird ja sonst immer viel von Demokratie gesprochen. Und ich denke schon, dass dieser Wählerwille abgebildet sein sollte und muss. Und daran müssen sich auch andere Parteien bewegen. Aber wie geht's? Da hat er wirklich recht. Der Wählerwille, er muss abgebildet sein. Wie das am Ende dann aussehen muss, da können wir lange drüber diskutieren und streiten, ob die AfD hier den Regierungsauftrag hat oder ob sie nur mitregieren soll, ob es schwarz-blau sein soll oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Allerdings muss man ein Lob wirklich mal aussprechen. Tino Chrupalla war äußerst gut vorbereitet auf diese Sendung. Ich weiß auch, wer ihn vorbereitet auf diese Sendung. Hat er wirklich gut gemacht. Kleines Lob am Rande. Aber wir schauen weiter. Wenn man sagt, der Mann ist eine Gefahr für die Demokratie, ja, lehnt man sich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster. Aber das ist doch immer so eine Floskel, eine Gefahr für die Demokratie. Ich denke, egal wie man zu Björn Höcke stehen mag, also das hält als allererstes eine Demokratie locker aus. Das ist Punkt 1. Und was meinen Sie denn konkret, eine Gefahr für die Demokratie? Mit was denn? Herr Chrupalla, wie stehen Sie denn zu ihm? Es ist ein Parteikollege, den ich ein gutes Verhältnis habe. Und das war in der Vergangenheit so. Und er hat einen guten Wahlkampf geführt. Ich war oft in Thüringen unterwegs gewesen. Was ich dort gesehen habe, war sehr professionell. Und das respektiere ich. Und wenn ich aus dem Thüringer Landtag seine Arbeit betrachte und auch dort die Stimmen höre, dann höre ich keine, beziehungsweise kaum Kritikpunkte. Und das akzeptiere ich. Und ich bin, wissen Sie, ich bin der Parteivorsitzende der gesamten Partei. Und da fange ich doch nie an. Das würde Herr Merz hier sicherlich auch nicht machen, über irgendeinen Landesvorsitzenden mich kritisch zu äußern. Wenn ich was, zu kritisieren hätte, dann machen wir das. Da haben wir nämlich aus der Vergangenheit gelernt. Ich bin nicht Herr Meuthen, dann machen wir das intern. Soweit ich weiß. Und das ist genau der Punkt, der uns sicherlich hat Herr Merz keine Landesvorsitzenden, die seine Partei Stück für Stück weiter in den Rechtsextremismus treiben. Und die Kritik ist doch öffentlich. Müsste man sich als Parteispitze die Kritik ist öffentlich. Nochmal, Frau Wagenknecht gehörte der kommunistischen Plattform an. Extremistische Bewegung. Also. Oder hat der vielleicht die Junge Welt noch im Abo? Wir reden ja gerade nicht über Frau Wagenknecht. Das ist eine extremistische Zeitung. Ich will damit sagen, wenn man in Regierungsverantwortung kommt, ist relativ schnell der Extremismusverdacht weg. Ich wollte Ihre Frage beantworten. Das sehen wir jetzt im Prinzip auch bei der nächsten Koalition, wenn BSW
zum Steigbügelhalter für Herrn Kretschmer vielleicht. Das ist ja leider in keiner Weise vergleichbar. In keiner Weise vergleichbar. Nein, Extremisten kann man nicht mit Extremisten vergleichen. Tino hat das hier souverän gelöst. Sie wollen ihn hier zerlegen, auseinandernehmen, über andere Leute sprechen. Und es kommen noch richtig harte Sachen. Es geht natürlich auch um Maximilian Krah und seinen SS-Vergleich, aber eins der Reihe nach. Weiter im Diskurs. Sie sagen, wir haben da einen klaren Regierungsauftrag. Normalisierung. Ja. Würden Sie eine Koalition mit der CDU eingehen? Was wir gesagt haben, und das haben wir jetzt auch in Sachsen, selbst auch natürlich in Thüringen, dass wir gesprächsbereit sind. Ich sage mal, bevor man überhaupt in Koalitionsverhandlungen geht. Sie würden es aber nicht ausschließen? Nein, ich sag mal, wir müssen ja erstmal wissen, was sind die Schnittmengen, die man gemeinsam hat. Das gehört sich so in der Politik. Und sicherlich gibt es einige. Ich meine, ich rekurriere jetzt mal auf Sachsen zum Beispiel. Herr Kretschmer hat dort wirklich einen Wahlkampf gemacht mit AfD-Themen. Ja, und auch teilweise. Mit AfD-Themen? Nein. Natürlich, absolut. Ukraine gegen seine Bundesrichtung. Das können Sie doch jetzt nicht kapern als AfD-Themen. Was ist denn das? Ja, Themen, die wir im Wahlkampf... Ja, Themen, es sind Themen, aber es sind doch nicht jetzt AfD-Themen. Ja, ursprünglich AfD-Themen. Die haben Sie ein Copyright auf bestimmte Themen? Nein. Themen, auf die Herr Kretschmer nachher aufgesprungen ist. Die natürlich, wo er genau weiß, Ukraine, will ich damit sagen, auf Langstreckenraketen kann ich auch mal einen Satz ausmachen. Nee, hat er eben nicht. Völlige Eskalation, Themen kapern und Markus Lanz redet dann vom Copyright, den die AfD hier auf Themen eventuell hätte oder dann am Ende auch doch nicht. Es ist völliger Wahnsinn. Lieber Markus Lanz, schau dir einfach mal die Anträge im Sächsischen Landtag der AfD-Fraktion an, währenddem Herr Kretschmer Ministerpräsident war, und schau dir mal an, was er für Positionen im Wahlkampf aufgemacht hat, die dem Wahlprogramm der Bundes-CDU widersprechen. Da hat Tino vollkommen recht. Und natürlich war es hier auch die AfD, die das Ganze zuerst so gesehen hat. Denn am Anfang waren sie alle auf der Linie Merz in der CDU, auch Herr Kretschmer. Weil Sie gerade sagten, Sachsen. Ja. Das könnten Sie sich vorstellen. Ja, nochmal, wenn es die Schnittmengen hergeben und wir natürlich auch bei solchen Gesprächen, auch dann am Ende wissen wir doch auch, dass es natürlich auch für uns wahrscheinlich zu 50% plus X schwierig wird, die nächsten 15, sagen wir mal vielleicht die nächsten 10 Jahre. Ich halte nichts für unmöglich. Und dass man natürlich dann auch Partner haben muss, wo man sich am Ende auch einigen muss, auch kompromissbereit sein muss. Keine Frage. Und sicherlich müssen wir... Kompromissbereit. Bitte? Ja. Das ist ein interessantes Wort. An welcher Stelle? Gesichert rechtsextreme Partei. Also. Worin besteht dann der Kompromiss? Ja, nochmal, Frau Geibel, wir können natürlich auch die Wähler über 30% komplett ausschließen und immer auf diesen toten Pferd rumreiten, Rechtsextremismus, Faschismus, nein. Nazi, was Sie machen, das machen Sie. Ja, damit kommen wir noch nicht voran. Wissen Sie, es ist nicht bestätigt. In Sachsen bekommen wir nicht mal die Begründung vom Verfassungsschutz. Wir klagen, damit wir die Begründung bekommen. Wir wissen nicht mal, warum. Ich könnte Sie jetzt als Ladendieb hier bezichtigen, und sage nicht, warum ich sie oder wo ich sie gesehen habe. So kann man auch nicht mit einer Partei umgehen, dass wir uns nicht mehr wehren können. Und sicherlich gab es in der Vergangenheit auch Fehler von uns. Die will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich muss doch wissen, was sind die Vorwürfe konkret? Ja, Sie versuchen, was zu normalisieren, Nein, das ist einfach normalisieren. Da hat's geklatscht. Und zwar hat Tino Chrupalla hier einfach mal Ihnen die Wahrheit vor die Füße gekotzt, würden manche sagen. Er hat vollkommen recht, das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft und die dutzende seitenlange Begründung einfach nicht veröffentlicht. Das heißt, man sagt, man zeigt mit dem Finger auf sie und sagt, du bist rechts. Und wenn man fragt, warum, sagt man, das ist ein Geheimnis. Also sagen wir dann ab sofort, Olaf Scholz ist ein linksextremer RAF-Sympathisant. Und wenn mich jemand nach der Begründung fragt, sage ich, die ist leider geheim. Das ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Aber Tino, wirklich eine Spitzensendung. Es ist zwar schwer erträglich, diese ganzen Zwischenrufe und ins Wort Gefalle sich anzuhören, aber wenn ihr sie am Stück sehen wollt, tut euch keinen Zwang an, noch ist sie in der Mediathek verfügbar. War die SS kriegsverbrecherisch? Der Satz von Krah war doch, ich werde niemals sagen, sinngemäß, ich werde niemals sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform getragen hat, ein Verbrecher war. Genau. So habe ich es im Kopf. Richtig. Was ist das für ein Satz für Sie? Ja, wenn man natürlich
erstens mal benutzt man solch einen Satz sicherlich nicht in Italien, noch dazu in der Presse. Ich finde, über solche Aussagen sollten Geschichtshistoriker diskutieren, das sollten eigentlich Politiker weitestgehend lassen. Natürlich war die SS eine verbrecherische Organisation, da gibt es da überhaupt keine Diskussion. Aber es hat nicht jeder der Mitglied der SS war, Verbrechen begangen. Und ich denke, darauf hat es Bezug. Es gibt viele Kinder. Aber machen Sie sich das auch zu eigen? Nochmal, in den letzten Kriegsjahren wurden Kinder zur SS, zur Waffen-SS dazugezogen, die keine Kriegsverbrechen begangen haben, die verpflichtet dazu wurden. Natürlich war die SS eine verbrecherische Organisation, da gibt es doch gar keinen Zweifel. Und es wurden grauenhafte Kriegsverbrechen begangen. Jemand, der eine SS-Uniform hat, sagt, ich werde niemals sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform getragen hat, ein Verbrecher war. Er hat das bezogen auf seine Vorfahren, auf seine Urgroßeltern. Aber Sie, ich frage Sie, Herr Kopalla, würden Sie diesen Satz? Ich habe mich gerade klar geäußert, wie ich den verstanden habe von ihm. Und das ist nicht alle in der SS, dass sie Verbrechen begangen haben. Trotzdem war die SS eine Verbrecherorganisation. Und man kann genauso wenig sagen, dass jeder, der in der NSDAP war, Nazi war. Diese Diskussion kann man ja führen. Aber ich meine, bringt das jetzt was, diese an diesem Abend jetzt hier zu Ende zu diskutieren? War dann Herr Genscher ein Nazi? Immer wieder, warum Sie in also diesem... Also ich sag mal, das ist ja, die Diskussion. Meine Frage war ja eine andere. Meine Frage war ja, warum Sie immer wieder in diesem Grenzbereich so rumtippeln und dafür sorgen, dass Sie danach dann über diese Sätze so ein bisschen halb relativieren, halb irgendwie noch nach Historikern rufen, aber wir sind immer wieder in diesem Thema. Das hat doch Methode der AfD, dass man immer wieder in diesem Themengebiet zündelt und versucht zu provozieren. Okay, nur fürs Protokoll, lass uns weg von dem Thema. Maximilian Kreis auch gar nicht hier. Ich will nur sagen, also in Sachsen Wahlkampf gemacht, ne? Das muss man. Ich weiß. Sagen. Und zu sagen, also SS und Waffen-SS, an denen ist doch absolut gar nichts zu relativieren. Ich habe doch nichts relativiert, Herr Lanz, um das nochmal deutlich zu sagen. Okay. Also würden Sie den Satz so nicht sagen? Nein, habe ich doch dreimal gesagt. Ich verstehe aber zum Teil, was er gemeint hat. Und er hat sich natürlich falsch ausgedrückt. So. Also doch. Nein. Also nochmal. Nein, doch, ja. Nein, doch, ja. Exakt, das ist der Punkt. Diese Uneindeutigkeit ist. Ich habe gerade von den Kindern gesprochen, die in den letzten Kriegsjahren zur Waffen-SS eingezogen sind. 14-Jährige teilweise. Sind das Verbrecher gewesen? 14-Jährige Kinder? Ich finde es wirklich schwierig. Also gerade bei SS und Waffen-SS ist es wirklich schwierig. Militärtribunal Nürnberg, Kriegsverbrechen in Italien, in Frankreich, schwierig. Ja, wir reden nicht von den Kriegsverbrechern, die wirklich angeklagt wurden, die natürlich Kriegsverbrecher waren. Da gibt es doch gar keine Diskussion. Okay, ins Hier und Heute. Aber wir glauben jetzt noch einen Punkt. Lass uns weg von dem Blick in die Geschichte. Ja, es ist widerlich, Frau Geibler, gebe ich Ihnen recht. Ja, das ist tatsächlich widerlich, aber Sie müssen immer die Frage beantworten, wie man damit umgeht, Herr Kopalla. Dann laden Sie doch mal Herrn Höcker ein, fragen Sie ihn doch mal genau die ganzen Dinge. Machen Sie es doch mal. Nee, genau das sollte man nicht machen. Ich habe einen anderen Satz für Sie. Mhm. Also wir haben die CDU, Achtung, Sie suchen Koalitionspartner. Die CDU ist eine transatlantische Vasallenpartei, diese abgehalfterte Union. Die CDU war nie eine deutsche Partei und hat niemals deutsche Interessen oben angesetzt. Von wem ist der Satz? Sagen Sie es mir. Von dem Mann, über den wir gerade die ganze Zeit sprechen. Von Björn Höcke. Also sind wir jetzt wieder beim Björn Höcke. Nochmal, fragen Sie bitte Björn Höcke. Nee, Sie brauchen einen Koalitionspartner. Ja. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Das ist die CDU, die Sie bräuchten möglicherweise. Ja, Spitzenkandidat in Thüringen über die CDU. Soll ich jetzt die Zitate von Herrn Vogt und von Herrn Wanderwitz holen über die AfD? Doch, das ist doch nichts anderes. Natürlich gibt es im Wahlkampf Aussagen, die man auch im Wahlkampf macht, die man in... Die CDU will ja mit Ihnen gar nicht koalieren, aber Sie würden gerne mit der CDU koalieren. Moment, ich habe nicht von Koalition gesprochen. Ich habe erst gesagt, und das hatten Sie jetzt am Anfang richtigerweise zitiert. Regierungsauftrag, haben Sie gesagt. Regierungsauftrag, das war das allererste. Erstmal muss man, bevor man koaliert, Koalitionsgespräch macht, muss man doch erstmal sprechen. Und die Frage ist doch, und darauf will ich hinaus, auf dieses Wahlergebnis, wie machen wir eigentlich weiter? Wollen wir uns in diesen Tick-Tack... Nein, das ist doch alles... Nein, nein, Moment. Nein. Sie machen noch genauso weiter wie die letzten Jahre zuvor auch. Wir kommen noch keinen Schritt weiter. Wie wollen wir denn die Spaltung in diesem... Nein, wie wollen wir denn die Spaltung in diesem Land überwinden? Entschuldigung, wenn man weiterhin, der Satz ist ja nicht von mir. Nochmal, es geht doch jetzt nicht um diesen Satz. Hängen doch, wir uns jetzt in dem einen Satz auf, warum man nicht mit der CDU reden soll? Die abgehalfterte Union und die Waffen-SS. Tino Chrupalla hat sich wirklich
vorbildlich hier geschlagen, wirklich äußerst gut vorbereitet. Doch jetzt bei dem Thema mit der transatlantischen Vasallenpartei hat er leider ein bisschen Fleisch auf der Kette verloren, müsste man sagen, dennoch gut gelöst. Aber warum erwähnt er einfach nicht, dass die CDU einfach nur mit Hilfe der CIA und der Siegermächte gegründet wurde? Das ist Fakt. Die Bild-Zeitung wurde auch mit Hilfe der CIA gegründet hier. Es gab dann den Wiederaufbauplan, den großen Plan. Und natürlich werden doch heute noch die jungen neuen Politiker in den Programmen der Atlantikbrücke e.V. gebildet, wie sie sagen, oder die Young Global Leaders. Das sind doch diese ganzen Kaderschmieden, die das transatlantische Bündnis über alles stellen. Und das ist es, was am Ende hier überspitzt von Björn Höcke gemeint wurde. Eine CDU, die zuerst nach Amerika hört, bevor sie in ihr eigenes Land hören. Das ist keine Partei für Deutschland, sondern eine Partei für eine fremde Macht. Und da muss sich die CDU auch dann mal ehrlich machen. Es geht nicht immer nach dem Willen und den Vorstellungen der Amerikaner. Ganz oft läuft das auch zuwider unseren eigenen Interessen. Aber die CDU hat ihre eigenen Interessen schon lange über Bord geworfen. Deswegen gab es diese Aussagen und da hätte Tino ein bisschen souveräner reagieren können. Dennoch wirklich super Sendung von ihm, anders kann man das nicht sagen. Die ganze Zeit unter Kreuzfeuer und einen habe ich noch. Wenn die AfD wirklich, wirklich nicht nur destruktiv und zerstörerisch unterwegs sein will, sondern im allen Ernstes einen konstruktiven Beitrag irgendwann mal leisten möchte, dann muss sie doch den Weg gehen, den viele rechtspopulistische, rechtsextremistische Parteien in Europa gegangen sind, bevor die überhaupt in die Nähe der Regierungsfähigkeit kamen. Das haben wir bei Meloni erlebt, das haben wir in anderen Ländern erlebt. Nämlich eine Deradikalisierung und nicht das, was die AfD Jahr für Jahr vollführt, nämlich immer noch radikaler zu werden. Nochmal, Sie werden es erleben, man wird jetzt alles wieder zusammenschustern, was noch da ist in den Ländern und man macht genauso weiter. Ich kann nur sagen, machen Sie das und die werden die Diskussion genauso weiterführen wie die letzten Jahre. Wenn Sie meinen, dass das alles richtig war, machen Sie genau so weiter. Da muss ich in einem Punkt leider widersprechen, Tino. Das entscheidet nicht ganz der Wähler, ob man sich deradikalisieren sollte oder nicht. Denn wir sind genau jetzt in einer Situation, in der wir merken, dass es hier an etwas Eklatantem mangelt. Die CDU hätte sich schon lange darauf vorbereiten müssen, dass es mit der AfD am Ende keine Brandmauer gibt, sondern am Ende eine Kooperation. Ob das eine Koalition wird, da muss man sich schon weit aus dem Fenster lehnen. Das Problem ist, dass niemand aus der Union jemals Bedingungen formuliert hat. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber wenn wir zurückblicken, bei den Grünen war das auch so, dass bevor man die Grünen in die Verantwortung genommen hat, man Bedingungen gestellt hatte. Bei den Linken auch. Jetzt könnte man als CDU, als Friedrich Merz hingehen und könnte sagen, okay, wir können uns das mit der AfD vorstellen, aber nur wenn. Ja? Und dann ein paar Punkte auflisten. Wenn es dann am Ende zum Beispiel ein Lastenheft gibt, das die CDU sagt, wenn das Verhältnis der AfD zu Russland mal überarbeitet wurde, weil das einfach unkritisch ist. Russland ist uns genauso Feind am Ende, wie es der Amerikaner ist, auch wenn das die Leute hier immer anders da sehen. Jede Großmacht verfolgt ihre eigenen Interessen. Das wäre zum Beispiel eine Bedingung, die Herr Merz hätte formulieren können, indem er sagt, sie müssen ja nicht den Transatlantikern in den Hintern kriechen, so wie es die CDU macht, sondern einfach ihr Verhältnis zu Russland kritisch hinterfragen und neutralisieren. Dass man quasi Bedingungen hat, an der sich die Partei messen lassen muss. Das Ganze hätte allerdings schon vor Jahren stattfinden müssen, dass man der AfD Aufgaben gibt, wie man sie für regierungsfähig hält. Ob das die AfD dann umgesetzt hätte, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber die CDU hätte einfach hingehen können, hätte sagen können, liebe AfD, wenn ihr mit uns mal in eine Koalition wollt, ihr müsst euer Russland-Verhältnis überdenken, das können wir so nicht lassen. Ja? Und ihr müsst mit Leuten, die dauernd im Verfassungsschutzbericht auftauchen, wegen ihrer Äußerungen, müsst ihr zumindest
entweder sie aus der Öffentlichkeit ziehen oder nach hinten stellen oder wie auch immer. Das wären Bedingungen, die am Ende viele für unfair erachten, aber es wäre am Ende doch ein Level Playing Field, auf dem man sich arrangieren könnte, wenn die AfD weiß, in 3 Jahren sollen wir folgende Punkte erreicht haben, dann gibt es sowas wie eine Zusage der Kooperation. Im Moment gibt es gar nichts und das ist auch das Problem. Niemand hat irgendeine Bedingung formuliert. Es ist bei der AfD alles so gewachsen wie die ganze Zeit und jetzt erwartet die AfD, dass sie mit in die Regierung geholt wird. Das gab es noch nie in der Vergangenheit, dass man dann einfach so hineingeholt wird ohne Bedingungen. Beim BSW wäre es jetzt das erste Mal. Deswegen, es ist hier hochspannend, wie das am Ende ausgeht oder ob man jetzt so langsam versucht, der AfD wenigstens verbal Bedingungen zu formulieren. Nochmal, ob die AfD das dann sich zu Herzen nimmt und berücksichtigt oder nicht, ist was ganz anderes. Aber es muss hier endlich eine Annäherung stattfinden. Und Tino sagt zu Recht, wenn sie so weitermachen, wenn sie denken, dass alles richtig gewesen ist, dann wisst ihr ganz genau, was dann wieder passiert. Dann klatscht es aber einmal für die SPD, für die Grünen und für die CDU, für die FDP, für alle, die ihr so kennt. Ich weiß, ihr wisst, ich finde das äußerst lustig mit dem Klatschen. Denn irgendwann, dann klatscht es so richtig und zwar spätestens am 28. September 2025, dem Tag, an dem wir den 21. Deutschen Bundestag in der Bundesrepublik Deutschland wählen dürfen. Und damit bleibt mir nur zu sagen, wir können auch aus dem Ausland wählen. Deswegen, wenn du darüber spekulierst, auszuwandern, schau doch mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei. Ansonsten bin ich gespannt auf deine Meinung. Hast du die Sendung mit Tino Chrupalla gestern gesehen bei Markus Lanz? Oder wirst du diese jetzt erst anschauen, nachdem du dieses Video gesehen hast? Abonniere unbedingt diesen Kanal. Schau auch auf X vorbei oder auf Telegram. In Telegram findest du noch die syrische Großhochzeit, die etwas eskaliert ist mit Schaufeln und mit Schläuchen. Damit sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.